So, Freunde, es ist wieder soweit. Rocket League Time, das erste Tour-on-Tour Rocket League Germany Turnier. Heute haben wir den 17. Dezember. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal vorher besinnliche Festtage, fröhliche Weihnachten, wenn es dann soweit ist. Und hoffentlich dicke, dicke Geschenke. So, wir haben ja das erste Team. Stoic ist mit den folgenden Mitspielern besetzt. Einmal Introsis, ein Amerikaner. Und Seventh Tentacle, das ist ein Franzose. Gegen das Team Six Rocks, da ist der Sixer mit dabei. Und der Zit Rocks. Und beide scheinen aus den Niederlanden zu stammen. So, und jetzt muss ich dem Tiers noch ready schreiben. Dann geht es hier gleich los. So. Jetzt sollte das gleich anfangen. Ich bin gespannt, wie das hier läuft, denn wir haben lange darauf gewartet, dass die Tour-on-Tour-Turniere kommen. Es waren auch, ich glaube, zwei Spieler dabei, oder ein Spiel zumindest auf jeden Fall, das ich nicht gecastet habe. Da war nämlich der Seberdamm wieder dabei und da haben wir uns gedacht, das bringt einfach nichts. Der gewinnt jedes Mal und der ist einfach zu krass. Das macht keinen Spaß. Und da geht's los. Sixter Zitrox gegen Seventh Tentacle und Stoic Introsis. Und auf geht's hier. Ich bin gespannt, was hier für ein Rocket League gespielt wird. Und auf geht's. Da geht schon direkt der Zitrox los in die blaue Hälfte mit dem Ball schön, aber der Stoic kommt. Oh nee, da kommt noch hier der Sixer, aber trotzdem, Stoic ist dran. Introsis. So muss das laufen. Zitrox hier schön mit dem Ball. Oh, das könnte Pass werden, aber da wurde geblockt, aber da kommt der. Nein, der wird nochmal geklärt. Boah, ist das wuselig, Freunde. Das erste Mal, dass ich hier vier Spieler gleichzeitig kommentieren muss. Also das wird echt übel. Ich bin gespannt. So, der Ball oben wird gespielt von Introsis, dem Amerikaner hier. Schön hochgelupft. Oh, daneben gesprungen. Jetzt kommt da schön der Sixer ran. Ich verfolge mal Team Blau ein wenig. Und bleib mal auf dem siebten Tentakel drauf. Der spielt seinen Wagen nach vorne in den Strafraum. Schöner Pass, den kann er nehmen. Und, oh, geblockt von Team Orange. Him, das war doch schön, oder nicht? Das war ein richtig schöner Angriff und ein richtig schöner Block. Das war richtig schön anzusehen. Na, den spielt er nochmal in die Ecke. Kann sein Mitspieler da ran? Oh, wird gemacht. Oh, wird vom orangenen Team an die eigene Latte gespielt. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Aber Introsis ist da dran. Und der siebte Tentakel macht irgendwie nichts. Warum hat Introsis eigentlich? Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Oh, na? Ich warte lieber nochmal. Nee, so. Warum hat der eine Ami-Flagge? Eine Franzosen-Flagge, wenn der doch eigentlich der Ami ist? Oder einfach nur aus Spaß? Oder wo ist der connected? Na, ich weiß auch nicht genau. Oh, schöner Aerial, nur leider daneben. Von Introsis. Beide Teams, Six Rocks und Stoic, spielen hier bis jetzt sehr guten Rocket League. Sehr guten Rocket League, vor allem. Sehr gutes Rocket League hier. Macht Spaß beim Zugucken, definitiv. Und es ist ein... Oh, der Stoic bombt den guten Zitrox einfach mal... Ja, einfach mal raus. Und da ist das Tor. So kann das laufen. Seventh Tentacle gönnt sich diesen Ball und haut ihn ins rechte Eck von Team Orange Six Rocks. Ja... Mach mal was dagegen, Freunde. Was ist da los? So, ich wechsle mal wieder zum Ball. Und der wird ganz knapp gehalten von Introsis. Hier Team Stoic wieder schön am Ball. Und auch direkt wieder in der gegnerischen Hälfte. Jetzt bin ich gespannt, was sie daraus machen aus der rechten Hälfte. Beziehungsweise aus der linken, wenn man aus der Sicht des orangenen Teams guckt. So, oh, schön angenommen. Und oh, der Zitrox. Habt ihr das gesehen, wie schön der abgeblockt hat? Aber da ist er noch wieder dabei. Oh, oh, Sixter. Sixter, der Trickster. Okay, das war ein bisschen Haus-Maus-Rap, aber ist ja egal. Es passt. So. Introsis hier wieder aus der eigenen Hälfte. Spielt nach vorne. Bei Team Orange rein. Oh, das war schön. Das war schön gehalten hier vom Sixter.
Ich muss immer wieder gucken, auf dem linken Bildschirm steht er hier, habe ich auch auf den Six Rocks, Stoic, und um zu gucken, wer ist da drin, hm, okay, aber dann auf dem Spielfeld, okay, wer ist jetzt dran und so weiter. Das ist echt übel, da schnell genug zu reagieren und zu sagen, wer gerade am Ball ist und gerade nicht den Teamnamen zu sagen, wobei es ja auch nicht falsch wäre, ne? Eigentlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier ist. Hier, der eine hat schon eine Weihnachtsmütze, die kann man sich, glaube ich, freispielen, wenn ich mich nicht irre, durch normale Siege. Und es gibt 7 Belohnungen, die man durch Sieg oder Niederlage kriegen kann. Man muss Hauptsache, das Ding ist, Hauptsache ist, du spielst das Spiel zu Ende, egal was. Und dann kannst du einer dieser 7 Belohnungen bekommen. So, Zidrox hier am Ball. Six Rocks, das Team spielt nach vorne. Aber Stoic ist dran. Aber Team Orange ist auch wieder da. Der Sixter wieder hier. Komm, Sixter, mach mir einen Trickster. Oh Mann, der war jetzt echt schlecht. Okay, den nehme ich jetzt hin. Der war schlecht. Komm, Zidrox, er probiert's. Spielt in die linke Ecke quasi. Aber Entrosis ist da dran. Mit einem Lupfer. Oh. Aber Team Orange lässt sich den Ball nicht so einfach wegnehmen. Die kämpfen hier um jeden Millimeter zum Ball. Jetzt kommt wieder ein Eckball. Der wird gefährlich über das Tor gespielt. Jetzt kommt hier Blau. Oh, zu spät. Zu spät. Der Sixer kann hier noch ein bisschen was drehen. Doch 30 Sekunden hier in der ersten Runde. Und ja, es ist ein Best of 5. Wie immer quasi. Wie es auch beim One-on-One schon war. Das Tour haben wir uns schon lange gewünscht. Jetzt könnte das Tor... Oh. Von 7th Tentacle nochmal abgewehrt. 7th Tentacle, also der 7. Tentacle. Ich sage einfach Tentacle, sonst ist hier mal... Dann ist hier gleich Ende, Freunde. So, ich muss aber hier was trinken. Meine Stimme wird heiß. Was ist denn hier los? Oh, 2:0 für Team Blau. Jetzt bin ich gespannt. Wie kam der? Das wird doch hier sein Kollege gewesen sein. Nee, es war doch der Entrosis quasi. Ich sag schon quasi, ich wollte doch was trinken. 7 Sekunden auf der Uhr. Noch nicht. Nee, jetzt sind 7 Sekunden, weil der Ball noch nicht angestoßen wurde. 2-0. 2-0 hier? Na, vielleicht noch 3-0? Nee. Den hat er sich quasi selbst rausgeklärt mit Hilfe von Orange. Oh, der Ball fliegt noch. Oh, Zucker! Wunderschön! 2:1! Ich meine, da ist zwar nichts mehr draus zu machen. Aber ey, ist doch geil. Ist doch geil, oder nicht? Die Zeit ist abgelaufen, sie lupfen den noch nach oben. Und dann können sie wenigstens noch einen Trosttreffer machen hier so. Quasi. Ich bin auf jeden Fall auch bereit für den Scheiß. Sehr geiles Ding. Oh, was haben wir denn hier? Eine Legende, ein Meister. Noch ein Meister. Und einmal hat er das ausgeschaltet, dass man nicht sehen kann, welchen Rang er da hat. Kann man machen, muss man nicht. Ist ja egal. So. Erste Runde geht an Team Blau. Stoic. Und... Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas erzählen. Genau, die Tour-und-Tour-Spiele. Ich gehe wieder auf Zuschauen. Die One-on-One-Spiele, die habe ich ja auch gecastet. Ich denke mal, es werden vielleicht auch noch das ein oder andere Spiel wird da kommen. Aber ich sag mal so, Tour-und-Tour bietet mir Dynamik und es ist einfach auch ein bisschen was anderes. Es ist ein bisschen spannender und bei One-on-One hat das viel mit Glück zu tun. Natürlich auch ein bisschen was mit Ball beherrschen und so weiter, aber das Ding ist halt, wer zuerst dran ist, der malt auch dann meistens zuerst bei Rocket League, bei One-on-One. Und dann kann man den Ball auch nicht mehr aufhalten, wenn man ein bisschen doof steht. Das kann man hier verhindern, indem man noch seinen... Was heißt verhindern? Man kann die Chance minimieren, dass sowas passiert, weil man hat ja noch einen zweiten Mitspieler und jetzt geht's hier aber los. Nee, Moment mal, jetzt haben sie hier die Teams getauscht. Das ist ja auch geil. 7 Tentacle ist jetzt orange, beziehungsweise Stoic Games ist jetzt orange und Team Blau ist jetzt Six Rocks. Oh, direkt das erste Ding reingedrückt von Zidrox. Zidrox, Six Rocks. Und jetzt haben wir noch den Sixter. Ey, das ist doch... Alles klar. So. Was war denn das? Das 1-0 hier. Das zweite Spiel. Aber diesmal nicht für Stoic, sondern für Six Rocks. Nur mal fürs Verständnis, falls jemand noch nicht mitbekommen hat. Die haben quasi die Farben getauscht. So, ich gehe etwas näher an den Ball ran, weil mich das hier nervt, dass ich so weit weg vom Ball bin. Oh, da wurde wieder direkt angespielt. Aber Six Rocks klärt hier. Spielt nach vorne. Es geht in die Ecke, aber der Entrosis ist dran. Ja, mehr oder weniger hat den Ball wieder verloren. Aber Tentacle spielt unbeabsichtigt zum Sixter. Aber der... Kann ich... Oh! Das jetzt... Ey, Mann, diese Ballführung, das geht so schnell vorne. Es tut mir leid. Das ist unglaublich. Ich muss mich da erstmal drauf einstellen. So, der Ball fliegt durch die Mitte. Aber Sixer ist dran, spielt in die orangen Hälfte und versucht es nochmal, den Ball in die Mitte zu spielen. Aber Zidrox ist nicht da. Der hat sich lieber ein bisschen zurückgehalten, aus Vorsicht, dass Team Orange hier ein bisschen schneller rangeht. Und da gegebenenfalls noch rankommen, die nichts machen können. Oh, da hat er den Zidrox, meine Güte, einfach weggedrängt.
So, ich bin am Ball dran. Wie kann ich denn jetzt mal an den Ball ran? So, ups, das ist die... Ach genau, das ist die Punktzahl. Können wir mal kurz rüber gucken. Tor 1 von Zitrox. Oh, das ist gefährlich. Ich will mal kurz rüber gucken. Der Ball wird rüber gespielt. In die Ecke. Der siebte Tentakel ist dran. Und kommt da der... Ja, er war da, aber der Ball war zu hoch. Beziehungsweise er war zu niedrig, der Entrosis. Oh, oh, Zitrox. Zitrox schiebt eben Team Orange vom Dach. Guck dir das an. Guck dir das an. Er will ein bisschen lupfeln. Aber der Zitrox sagt, nein, ich mache jetzt ein Tor. Geil. Das war doch schön. 2:0. Das könnte das 1:1 werden. Eventuell quasi. Das erste Spiel ging ja an Stoic. Das könnte an Zitrox gehen, hier die Partie. Aber erstmal abwarten, weil in Rocket League kann viel passieren. Ich sag mir das ja auch. Ich lasse mir das auch mal wieder sagen, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammenspiele. Oh, oh, oh. Zitrox gerade noch dran, aber Nachschuss. Oh, und beide wieder dran. Das wird hier noch richtig spannend. Aber er schießt ihn vom Ball weg. Der gute Zitrox. Jetzt gehen beide zum Ball. Okay, haben sie abgesprochen. Zitrox nimmt die Pille. Seven Tentacle dran. Zitrox aber auch. Spielt wieder in die Mitte. Oh, das könnte... Ah, den hätte er, glaube ich, lassen können. Aber da bin ich mir unsicher. Ich muss jetzt erstmal angucken, wie komme ich jetzt näher an den Ball. So ist die... Oh, das ist die freie Kamera. Obwohl, ich spiele mal ein bisschen mit der freien Kamera. Mal gucken, was passiert. Oh, rüber gelupft. Aber der Enchances ist nicht dran. Ich weiß, ich wollte irgendwas erzählen gerade. Ich habe es schon wieder vergessen. Es passierte so viel auf kürzester Zeit. Was wollte ich denn erzählen? Ich habe Oh, das ist ein Tor. Das ist definitiv ein Tor. 2:1 für Stoic vom guten Enchances. Dem Amerikaner, so wie es scheint. Ich bin mir nicht sicher. Zumindest steht bei Strivewire, er ist Amerikaner. Inwiefern das jetzt zutrifft, weiß ich nicht. Was sagt denn der Ping? Der Ping sagt, er ist keiner. Hm. Also ganz ehrlich, wenn er ein Ami wäre, dann wäre der Ping noch deutlich höher. Oh, Lupfali. Oh, Sixter direkt dran. Wenn die Verbindung aus den USA kommen würde, wäre doch sein Ping deutlich höher. Oder nicht? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Amis für eine Leitung haben, aber ich kenne es jetzt nicht, dass die gerade den besten Ping hier haben, beziehungsweise so einen guten Ping. Oh, oh, 2:2 und hier ist es wieder, was ich vorhin, genau, was ich sagen wollte, was man nie sagen kann, ist von wegen, das Spiel ist durch oder so, oder sieht entschieden aus, denn du kannst es immer noch jedes Mal ändern. Ich muss mich auch jedes Mal dran gewöhnen, aber es ist Fakt, 2:2 wird spannend. Also würde ich sagen, Zitrox, Team Zitrox muss sich hier anspannen. Anspannen auf jeden Fall. Die Daumen am Controller anspannen oder an der Tastatur und Maus. Je nachdem, wie sie spielen. Und in Führung geht. Aber da geht. Wer geht da in Führung? Was war das? Genau, Stoic. Stoic geht geht in Führung. Schon wieder. Bam. Ja, da war einfach direkt dran. Da war einfach, der Ball kam gut. Und der gute. Wer war denn das jetzt? Wer war das überhaupt? War das Tentacle? Ich glaube ja, Tentacle war dran. Ist doch egal. Das Team Stoic. Team Stoic war dran. So. Und wieder sind sie dran. Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. So, aber... Ah, sie haben den Ball nicht richtig. Er kriegt den Ball nicht ganz zu fassen. Aber der Torwart kommt direkt. Der Sixer spielt nach vorn. Aber der Stoic ist da. Beziehungsweise in Trousers. Oh! Lupfali! Und... Oh, das gucke ich mir an. Das gucke ich mir direkt an aus der Spielerperspektive. Das war doch er hier, oder? Oder war das der Sixer? Ne, es war der Sixer. Direkt vorne links mit dem Kotflügel quasi angenommen. In die Ecke gesprungen. Da schön erstmal einen Kaffee getrunken. Das Tor genossen. Geil. Mit der Weihnachtsmütze. Schön. Jetzt ist wieder der Ausgleich. Der Ausgleich ist da. Das muss ja, das geht hier Schlag auf Schlag. Quasi. Es ist immer ein bisschen hin und her. Das ist nämlich beim 2&2 mal ganz schön zu sehen. Es geht hier, es ist, wenn es ein relativ ausgeglichenes Spiel ist, dann geht es schnell und viel hin und her. Es wird viel gepasst, es wird viel angenommen. Der Ball wird gut nach vorn getrieben von beiden Seiten aus und trotzdem immer mal wieder von der gegnerischen Seite wird wieder geklärt quasi. Oh, oh, jetzt kann er hochgehen, das macht er auch, aber der Sixer ist dran und klärt das Teil und gönnt sich die Pille. Ja, er gönnt sich die Pille, er hat gewartet, bis der orangene Flitz an ihm vorbeigerast ist und jetzt können sie es schaffen. Oh, in Chance ist da, aber der Ball wird, ja, mehr oder weniger in Strafraum gespielt, aber der Lupferli, wie wir ihn so schön nennen, beziehungsweise Crank, Grüße an dich, wenn dein Rechner wieder geht, siehst du das ja? Oder mit dem Handy kannst du auch gucken. Dann, oh, der wird weit nach vorn getrieben, aber abgefälscht vom eigenen Mann. Aber das hat er bestimmt Taktik, eventuell, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. So. Der siebte Tentakel versucht hier den Ball rüberzunehmen, aber das wird nichts. Der Ball fliegt weit in die orangene Hälfte, aber wird geklärt von, ja,
Das hasse ich, ne? Wenn man den Gegner zerstört, um da ein bisschen näher ranzukommen. Oh nein! Er hat das Eigentor provoziert. Das finde ich ein bisschen doof immer. Das ist immer, ich finde das blöd, so das zerstören. Ich meine, wenn es keine Absicht ist, ist es so eine Sache. Ich meine, es ist ja auch erlaubt quasi. Es ist nur nicht gern gesehen, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Also ich persönlich finde es irgendwie ein bisschen unsportlich. Ja, es gehört nicht mit, es gehört natürlich mit dazu und so, pipapo, bla bla. Aber ich finde es trotzdem doof. Ich mag es einfach nicht. Jetzt habe ich das Menü ausgeblendet, aus Versehen. Jetzt haben wir nämlich 4:3 für Team Orange. Für Team, jetzt muss ich mal gucken. Stoic, ja, das ist dann dieses, dann geht die zweite Runde an Team Stoic. Na, oh, oh. Da können sie es nochmal, nee, können sie nicht mehr machen. Schade. Schade, schade, schade. Doof gelaufen. Doof gelaufen, damit geht die zweite Runde an Stoic. Ich bin bereit. Und trink nochmal kurz einen Schluck. Ich sehe gerade, wir haben hier das Killerkaninchen mit den, bei den Zuschauern, den Befruchtzwerg und mich, den Neuankömmling bei Impressive Gaming. Ja, ich nehme mich momentan da Rennschneck und es passt auch ganz gut, finde ich, zu Rocket League. So, bereit? Zuschauen. Ich möchte die Ballkamera. Das ist hoch und zurück, das ist hoch und runter. Was ist denn? Ah, das ist Ranzo gewesen. Da guck einer an. Das müsste ich ja im Prinzip dann so machen. Ein bisschen weiter zurück. Vielleicht so. So, direkt, zack. Ich guck mal, wie das aussieht. So, ein bisschen ran, ein bisschen raus. Sind denn alle bereit? Das sieht irgendwie nicht so aus. Jetzt sind alle bereit. Sehr schön. Also, wenn diese Runde an Stoic geht, dann geht dieser Cup an Stoic. Oh, ich muss den Ball hinterher. Sorry. Oh, nein, das ist kein Tor. Schade, ich hab die Pille fast drin gesehen, aber ich habe natürlich... Ich hätte damit rechnen müssen, dass Stoic natürlich im Tor steht. Ne? Es sah nur gerade so lecker aus hier. Oh, Orange macht jetzt kein Eigentor, hoffe ich. Ja, Stoic ist schon wieder direkt am Ball. Beziehungsweise nicht am Ball, in der orangenen Hälfte. Kann den Ball aber nicht erhalten. So, ich gucke zu, wie Zit Rocks daran vorbei segelt. Der Ball wieder nach vorn gespielt wird, beziehungsweise in die orangene Hälfte. Der Entrosers kommt da nicht ganz ran. Aber Seventh Tentacle, aber sein Mate ist nicht da. Der Ball wird abgewehrt und jetzt gucke ich mal ein bisschen auf die Spieler. Das habe ich nämlich noch wenig gemacht. Punktzahl 10. Weil diese Runde gerade erst angefangen hat. Wir haben 4 Minuten und gleich 10 Sekunden auf der Uhr. Und nein, abgewehrt. Sixter bzw. der Zitrox macht hier kein Tor. Und ich höre mich ein bisschen verschnupft an. Ich weiß aber nicht warum. Mir geht es eigentlich ganz gut. Und ich war ja erst krank. Schnief. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt wird das... Sind die Leute ein bisschen angespannt oder warum? War das so ein Racheakt oder... Was ist da los? Das ist schon mal... Oh, oh, oh. Lopfer. Nein, kommt da... Oh, das wäre ein wunderschöner Aerial gewesen. Mal ganz ehrlich, Freunde. Das wäre ein wunderschönes Tor gewesen. Ein richtig, richtig geiler Ball. Aber wird schon wieder abgeblockt hier. Team Block kann ja nichts machen. Ich gehe mal zum Ball rüber. Der Zitrox ist vorne. Oh, das könnte gefährlich werden. Wo ist der andere Orangene? Nicht da. Nicht da. Team Zitrox pennt da ein bisschen. Oh, Nachschuss vom Blau, von Stoic. Aber der siebte Tentakel ist nicht lang genug, um da ranzukommen. Aber er spielt den... Oh, gefährlich in die eigene Hälfte. Aber ein Chance ist es da. Spielt vorne hin. Kann er noch rankommen? Das ist ein Passspiel, so wie es aussieht. Aber Team Orange ist da. Team Blau mit dem Fallrückzieher, der nicht geglückt ist. Oh, das wäre geil gewesen. Habt ihr das gesehen? Er ist hochgesprungen. Beide sind hochgesprungen. Und der andere hat ihn noch angeditscht, sage ich mal. Weil er wusste, dass sein Mate den abfangen wird. Das ist ja geil. Quasi eine unnatürliche Barrikade, um den Ball noch reinzudrücken. Irgendwie hat aber nicht funktioniert, weil Team Orange da war. Ihr müsst die Stelle sonst mal ein bisschen pausieren und langsam abspielen. Das war richtig Zucker. Also wenn das gewollt war, dann war das richtig nice. Oh! Ja, Entrosis ist noch dran. Auf jeden Fall, es macht riesen Spaß, das zu kommentieren. Ich bin zwar übertrieben überfordert. Also ich sag mal so, ich bin bei 99,9% Auslastung hier. Aber es ist geil, es macht echt Bock. So eine Weihnachtsmütze hier nochmal voll auf dem Dach von Team Orange. Entrosis ist dran. Was macht der siebte Tentakel draus? Gar nichts, dann wird er abgeblockt. Oh! Ja. Six Rocks ist dran. Der Sixter, ein gedachter Trickster, macht nichts mehr. Alter, jetzt geht's aber los. Aus dem Haus, ey, volles Rohr. So, oh, freie Kamera, das will ich ja nicht. Ich bin auf dem Ball. Oh, das hätte mal ein Tor werden können für Stoic. Oder Stoic, ich weiß es nicht. Six Rocks, oh, Team Blau ist wieder dran. Die sind immer dran. Die sind immer da. Immer. Oh, oh. Da kam er nicht dran. Unglücklich drüber geflogen, der Ball. Beziehungsweise rüber gekullert. Was war denn das?
Der Ball hat ihm gesagt, ha, fang mich. Und es ging nicht. Es ging nicht. Sechs daran vorbei. Und da ist der Ball drin. Und das Stadion erzittert. Mehr oder weniger, also mehr von der Explosion vom Tor, aber ne, das ist auch geil. So. Da überlege ich mir, wären das so ein paar Animationen, wenn man ein Tor macht, noch geiler so? Ich meine, man hört ja immer so ein bisschen die Tröten und so weiter im Hintergrund, das Fangeschrei mehr oder weniger. Von diesen, was sind das hier? Orangene und blaue Eier da im Hintergrund. Hart gekocht oder nicht, wissen wir nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel Blobs. Kennt das noch jemand, das Spiel Blobs? Also nicht Black Ops, sondern, oder hieß es überhaupt Blobs? Doch, ich glaube, das hieß Blobs. Oh, 1:1, Tor von 6. Da wäre nämlich hier über das Spiel Blobs und halt. Das war mal ein Handygame, beziehungsweise für Computer. Das konntest du auf LAN spielen. Ist schon ziemlich alt und ziemlich einfach. Das ist quasi Volleyball mit so zwei verschiedenfarbigen Wackelpudding-Dingern, die hüpfen. Und das war echt gar nicht so leicht. Also wenn du gegen jemanden gespielt hast, der das echt drauf hatte, war das echt übel. Es war denkbar einfach. Du springst hoch, spielst den Volleyball rüber übers Netz und der andere versucht, macht das Gleiche. Und wenn das halt wirklich ein Spieler ist, der es drauf hat, dann Prost Mahlzeit. Oh, 2:1. Six Rocks. War das der Trickster? Beziehungsweise der Sixter? Nein, war er nicht. Der Zidrock. Zidrocks, der hat Bock. Der hat richtig Lust. So, die Pille wird angespielt. Wo geht sie hin? In die orangene Hälfte, beziehungsweise in die blaue. Beziehungsweise, jetzt sage ich es wieder, ja, in die orangene. Aber der Ball geht nicht rein, aber so... Ey, was ist da los, Sixter? Sixter! Was ist los? Das gucke ich mir jetzt an. Sixter, du standst doch perfekt. Ah, okay, er hat den Ball nicht richtig kommen sehen. Ja, das kenne ich. Das sieht beim Zuschauen immer ein bisschen anders aus, aber er kam nicht richtig ran. Ganz, ganz sicher. Er hat sich das anders vorgestellt. Natürlich hat er sich das anders vorgestellt. Aber gut. Oh! Komm schon, geh da ran. Du musst den haben, sonst ist hier... Oh. Da war noch dran. Aber in Chances ist auch dran. Spielt den Ball rüber. Oh, nochmal doppelt rüber. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Oh, wunderschön. Ich komme ja gar nicht hinterher. Ich bin hier völlig... Ich brauche gleich ein Taschentuch, wenn es so weitergeht. Das ist ja geil. So, jetzt wird geklärt. Aber Team Orange ist dran. Ja, wird vom eigenen weggedrängt. Da kam wahrscheinlich gerade durch Teamspeak ein Sorry. Wenn der andere sagt NP. Beziehungsweise sage ich immer dann, macht nichts, mach ruhig. So, jetzt hier wieder Team Blau. Oh, ganz knapp dran vorbei, geschossen am Ball. Da kam er mit seinem Nebel-Porsche angerast. So, in Chance ist hier. Noch 20 Sekunden, also gut 20 Sekunden auf der Uhr. Es wird in die Nachspielzeit gehen, wenn Stoic oder Six Rocks hier nichts draus macht. Oh! Oh, das wäre fast in die Ecke gegangen. Beziehungsweise in die richtige Ecke für Team Blau. Für Team Orange wäre es ziemlich bitter gewesen. Dann wäre nämlich nur noch ein Spiel zu spielen. No, 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 no. So überknapp. Aber der Ball ist noch oben. Seventh Tackle oben. Aber Team Orange blockt den Ball gerade noch so. Aber er ist immer noch gespielt. Na, okay. Nachspielzeit. Nachspielzeit. So. In die orangen Hälfte. Kann aber gut abgeblockt werden hier von Zidrock. Zidrocks. Meine Güte, Zid. Das sind Namen. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, ich bleibe mal ein bisschen auf der Spielerkamera mal wieder ein bisschen. Was haben wir denn hier? Ein Tor von dem siebten Tentakel. 4 Schüsse. Keine Vorlage, keine Rettung. Ist doch schon mal ganz okay. 190 Punkte. Ist jetzt gerade nicht wirklich viel, aber immerhin 4 Schüsse. 4 sehr gute Schüsse bis jetzt. Oh! Das wäre fast wieder ein Tor gewesen. Das wäre fast das Tor für Stoic gewesen. Und damit der zweite Sieg für Stoic. In diesem Turnier, 2&2 Cup, am 17.12., so kurz vor Weihnachten. Ja, irgendeiner wird hier sehr gute Feiertage haben. Oh, der ist drin! 7th, 10th Tackle! Macht das Ding ins linke Eck. Das war doch nice. Guckst dir an und ist drin. Sehr schön. Sehr schön, 3:2 in dieser Nachspielzeit für Team Stoic. Das bedeutet 2:0. Von 5 Spielen, 1 Spiel noch. Ansonsten, ach, die geben auf, ja. Okay, dann ist das Ganze vorbei. Ich dachte, es geht weiter, aber ich bleib noch mal kurz drin, nicht, dass es einer verpeilt hat. Ist das echt schon vorbei? Es war doch ein Five von Best of Five. Aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ist ja weit, wenn die schon 2 Spiele im Voraus liegen, dann scheiß drauf. Alles klar, dann ist meine Arbeit hier getan. Ich bin Onyx. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes, auch für die Dislikes. Haha. So, ich bin raus. Fröhlich Weihnachten, wenn es dann soweit ist. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen, denn
Ich denke. Nee, ich habe noch zu viel zum Hochladen. Ich habe noch zu viel zum Schneiden. Ja, wer es bis jetzt, bis zu diesem Ende geschafft hat, ich bin froh, wer diese Videos von mir bis zum Ende guckt. Grüße auch an Impressive Gaming, wenn die zugucken. Man sieht sich. Haut da rein!